Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und ich freue mich endlich diesen verdammten Text sprechen zu können. Ich habe es nämlich eine gefühlte fucking Stunde meinen Gameplay-Ordner durchwühlt und wieder in Ordnung gebracht. Oh mein Gott, dabei wollte ich doch nur ein Video machen. Ja, und jetzt habe ich hier schlussendlich eins gefunden. Wobei, das hatte ich schon davor mal aussortiert gehabt. Aber ich habe für ein anderes Video, das ich nämlich eigentlich noch machen wollte, ein Gameplay gesucht. Und das hier übrigens immer kommen sie hier durch, falls ich das nicht bereits gesagt habe, hier am Anfang. Oder das war es halt aber das Channel, den ich nicht gesehen habe. Egal, im Hintergrund seht ihr Titanfall. Weil ich mir gedacht habe, ich habe verdammt viel Titanfall-Gameplay, das ich noch übrig habe. Und Titanfall war kein allzu schlechtes Game, meines Erachtens, und oder ist immer noch nicht, weil es existiert ja noch und wird ja noch aktiv gespielt von vergleichsweise vielen Personen. Zwar nicht ganz so viel, wie sie sich höchstwahrscheinlich erhofft haben, aber doch ganz gut. Und deswegen habe ich gedacht, warum nicht? Ein wenig Titanfall wird man, schätze ich, dann in Zukunft auch noch des Öfteren hier ein bisschen auf dem Kanal sehen, aber ich werde natürlich nicht aufhören, Halo zu bringen, so ist das nicht. Und somit seien alle beruhigt. Genau. Ich wollte aber eigentlich etwas anderes ansprechen. Und das habe ich jetzt schon wieder halb vergessen. Wollte ich irgendwas davor noch sagen? Ah ja, genau. Und zwar muss ich noch mit einem Versprechen brechen. Leider. Das ich gegeben habe. Ich wurde nämlich in den Kommentaren gefragt, ob ich ein Halo Wars Video machen kann. Und ich habe gesagt, es wird das übernächste Video sein. Vor zwei Videos. Und somit wäre dieses Video dann hier theoretisch das Halo Wars Video. Ist es aber nicht, wie man sieht, denn es ist Titanfall. Das hat aber folgenden Grund, weil ich zu Halo Wars ein bisschen mehr Halo Wars spezifisch sprechen wollte. Und deswegen da, so gesagt, mir das für etwas, für ein Video aufheben wollte, bei dem nicht irgendein anderes Thema im Vordergrund steht, denn hier steht ein anderes Thema im Vordergrund aktuell. Und das ist, Twitch wurde aufgekauft. Schlussendlich, es wurde die gesamte Zeit hin und her gerumort, wer da jetzt Twitch kauft. Langer Favorit war Google. Und jetzt schlussendlich ist es geworden. Ich meine, die meisten werden es natürlich eh schon mitbekommen haben, weil ich schätze, wenn dieses Video hier auf YouTube ist, wird es bereits 5000 Millionen Milliarden andere geben, die dieses Thema auseinandergefetzt haben, wie sonst noch was. Egal, ich wollte auch mal ein bisschen was dazu sagen, was ich davon halte. Es ist nämlich nicht Google gewesen, sondern es ist Amazon. Tatsache. Und ich habe einen Erfolg. Und ich bin sehr froh darüber, muss ich sagen, gleich vorweg. Aus dem simplen Grund, da nun schon seit längerem Google und Microsoft so ihren Zwist haben, mit dem sie, den sie scheinbar einfach nicht beilegen. Was will der Kerl da oben? Ist es nicht offensichtlich, dass ich ihn sehe? Nein. Ich bleib da einfach oben stehen und versuche einfach weiter den Titan anzuwenden. Egal. Auf jeden Fall mögen sich Google und Microsoft nicht wirklich, wie der eine oder andere höchstwahrscheinlich bereits mitbekommen hat. Und da nun mal die Xbox ein Microsoft-Produkt ist und Twitch auch auf der Xbox vorhanden und ich meine bis jetzt ziemlich gut, bin ich sehr froh, dass es nicht Google ist, weil ich glaube, es hätte der App-Qualität sehr geschadet. Wenn ich mir die YouTube-App ansehe auf der Xbox One, ich finde sie ist jetzt nicht explizit schlecht. Das möchte ich nicht sagen, aber sie ist auch nicht, also mich regt es allein schon auf, dass es keine Smart Glass-Integration gibt. Ich meine, warum? Dann habe ich doch schon mit der Xbox sowas wie Smart Glass. Wieso kann ich es dann nicht dort verwenden? Zumindest um irgendwie Text einzugeben in der Suche. Aber soweit ich weiß, geht es auch nicht. Ich weiß nur, das letzte Mal, als ich versucht habe, YouTube mit Smart Glass zu verwenden, war es ein riesiger, riesiger Scheißdreck. Um es mal so böse zu sagen, wie es ist, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Da man irgendwie die Suche, glaube ich, mit Smart Glass gar nicht mit der Tastatur nicht verwenden konnte, haben sie auch noch diese alte komische Scheiß-Tastatur, die da oben ist, mit diesen Zahlen ganz oben und Buchstaben natürlich. Und das ist einfach nur unglaublich nervig. Und ja, dann haben sie natürlich, was man ihnen zugutehalten muss, es funktioniert relativ gut, wenn man sein Handy oder eine YouTube-App und so weiter und so fort hat, mit der Xbox verbindet. Dann kann man das ganz gut machen, indem man
das dann eben über die, über so auch so SmartCast-mäßig übers Handyfern steuert. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Aber mich regt es allein schon auf, dass es halt keine interne Lösung ist. Weiterhin wäre natürlich aber auch nicht nur die Xbox davon betroffen, sondern auch noch Windows Phone als auch Windows selbst. Und ich glaube, das wäre nicht gut. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, wie das Ganze überhaupt begonnen hat, wer da angefangen hat. Ich bin mir nicht sicher, irgendwann mal. Also ich glaube, ich meine, ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, man kann mich gerne berichtigen, dass Google damit angefangen hat, in gewisser Weise, und zwar indem sie keine offizielle YouTube-App für Windows Phone gemacht haben, die ja immer noch nicht da ist. Also die offizielle YouTube-App für Windows Phone ist lediglich ein Link zur mobilen Website von YouTube. Was insofern nicht schlimm ist, weil ich sagen muss, dass ich mittlerweile eh fast nur noch Drittanwender-Apps verwende. Und ich glaube, selbst wenn eine offizielle YouTube-App da wäre, würde ich nur Drittanwender-Apps verwenden, weil zumindest lange Zeit das, was auch auf meinem iPod auf iOS dargeboten wurde, war alles andere als gut. Möchte gar sagen, recht verbuggt und langsam zum Teil und ja, keine Ahnung. Das haben sie nicht so ganz drauf. Allein schon die Tatsache, dass gerade auf YouTube, finde ich, sind mit am wichtigsten die Kommentare. Ich möchte nicht wissen, wie lange es gebraucht hat, bis die Kommentare in die iOS-Version von YouTube integriert wurden. Die sind jetzt, glaube ich, seit dem letzten Update, wo sie diese Google Plus-Kommentare gemacht haben. Also eingeführt haben. Ab jetzt gibt es die behinderten YouTube-Kommentare, aber davor waren die Ewigkeiten nicht in der App und hier wurde ich fett vernichtet. Und es ist peinlich, es ist peinlich. Ich möchte doch, also gut, sie waren schon drin. Also man konnte Kommentare schreiben, aber was ich jetzt, wovon ich jetzt rede, ist, dass man auf andere Kommentare antworten kann. Sollte ich vielleicht nochmal kurz klarstellen, bevor ich jetzt hier einen Kommentar-Madness bekomme. Wo ich mich dann erklären darf. Aber es kann doch nicht sein, dass es so lange braucht, das einzubinden. Vor allem, weil es eine Drittanbieter-App davor schon geschafft hatte, die ich lange Zeit verwendet habe, bis dann irgendwann das Google Plus Kommentarsystem gekommen ist und alles wieder abgefuckt hat. Egal. That's another story. Naja. Und deswegen bin ich eben ganz froh, dass Amazon das Ganze gekauft hat, weil uns das, glaube ich, einiges erspart. Naja. Ursprünglich habe ich euch davon geredet gehabt, dass womit das angefangen hat. Ich glaube eben, es hat angefangen damit, dass keine YouTube-App, keine offizielle kam. Dann kamen, glaube ich, irgendwann diese Scroogles-Kampagnen von Microsoft, wo sie halt irgendwie gesagt haben, ja, Google ist böse und bla und verwendet eure Daten und bla und präsentiert euch nicht eure wirklichen Suchergebnisse, sondern natürlich auch Werbung. Und, ja, ist ja klar. Alles in allem muss man sagen, dass Google immer noch die bessere Suchengine ist und Bing. Also ich persönlich muss sagen, da ich ein Windows Phone verwende und habe, benutze ich ja zwangsweise Bing. Ja. Es ist nicht so schlecht, wie jeder sagt, aber ich kann jeden verstehen, der Google verwendet. Also so ist es nicht. Ich verwende es jetzt nur in letzter Zeit relativ gern, weil es natürlich eine gewisse Synchronisation zwischen meinen Suchergebnissen dann am PC als auch am Handy gibt und das ist dann natürlich ganz praktisch, weswegen ich in letzter Zeit generell halt viel von Microsoft verwende. Aber an sich ist Google, schätze ich, deutlich besser, ja, kann man so sagen. Ja. Genau. Ja, und dann gab es halt den Megatwist und beide mögen sich nicht mehr und Shit ging ab. Ja, und seitdem ist das so. Und ich weiß nicht, ob sich das so schnell noch irgendwann ändern wird. Alles in allem muss ich aber sagen, dass mich Google in letzter Zeit eh relativ hart aufregt, irgendwie mit dem Zeug, was sie überhaupt machen. Ich meine, allein schon die Google Plus Kommentare waren wieder so unnötig behindert. Und ich meine, hätte man sich auch ohne Google Plus Integration machen können? Ich will kein Google Plus. Nein, brauche ich nicht. Ich meine, Google Plus ist an sich ja auch nicht so schlecht, wenn es einem nicht aufgezwungen werden würde. Wenn es einem nicht aufgezwungen werden würde, dann würde ich, glaube ich, auch Google Plus deutlich offener gegenüberstehen. Und dadurch, dass ich so einen Zwang habe, nee. Da hier werde ich übrigens gerodeot. Genau so muss man es machen. Wenn ich im Kampf bin, kann ich nicht gerade nichts dagegen tun. Erst jetzt.
Und somit hat er meinen Titan gut vernichtet. Leider hat er nicht aufgepasst und ist danach selbst aufgegangen. Naja. Nobody's perfect. So, tja, das Gameplay neigt sich jetzt eh schon wieder dem Ende. Ich habe eh extra ein längeres genommen, damit ich lange labern kann, weil mir auch einiges eingefallen ist, was ich dazu sagen wollte. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch nichts vergessen habe. Ja, jetzt werden wir evakuiert, weil wir es tatsächlich mal wieder geschafft haben zu verlieren. Dreisterweise. Aber hey, naja, man tut ja sonst nichts. Ich wüsste gern, mal sehen, ob die Statistiken kommen. Es würde mich jetzt interessieren, wer da so hart verkackt hat. Komm schon, drück back, drück back, drück back, drück. Wobei, es ist ja jetzt nicht mehr back, es ist ja jetzt der... Wo ist mein Controller? Oh. Also, der liegt jetzt auf dem Bett, der ist außerhalb von der Reichweite meiner Hand. Somit kann ich leider nicht nachsehen, was das jetzt für ein Button ist. Auf jeden Fall ein sehr komischer. Naja, mein Team war mal wieder grandios. 2 zu 10. Naja, der Rest ging sogar. Na gut, 3 zu 7 ist auch nicht sonderlich gut. Aber, ja, der Rest ging. Egal, das war's wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt doch in die Kommentare, was ihr von dem ganzen Zeug haltet. Ob ihr es schade findet, dass es nicht Google ist. Oder ob ihr auch dem Ganzen positiv gegenübersteht, in gewisser Weise, wie ich. Würde mich sehr interessieren. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ciao, tschüss, sagt der Quert. Und das Halo Wars Video kommt als nächstes. Ich verspreche es. Ja. Ciao, tschüss, sagt der Quert.